Guten Morgen, Studentinnen und Studenten. Ich begrüße Sie jetzt zu Ihrer vierten Bestandesbeschreibungsübung. Wir haben heute den 26. Mai 2020, also die Vegetation ist schon etwas weiter fortgeschritten. Und Sie sehen es mir vielleicht an, es hat sich etwas geändert seit der letzten Übung. Die Friseure haben wieder geöffnet und davon habe ich Gebrauch gemacht. Wo sind wir heute? Wir sind vom Schadenweiler Hof die Waldsteige hochgeradelt und dann oben an der Wegespinne geradeaus weitergefahren, etwa 2 Kilometer, fast eben. Dann gab es einen kleinen Geländebruch, das Rote Steigle, und dann an der Nagelshütte vorbei, einer alten Pflanzschulhütte, und stehen jetzt etwa 100 Meter dahinter auf der rechten Seite in einem Gebiet, wo wir mit Herrn Neth bei seiner Einführungsexkursion im Januar auch schon fast waren, also ganz in der Nähe. Zum Waldort. Wir sind heute wiederum in der unteren Forstbehörde Tübingen, Forstrevier Rottenburg Süd, Distrikt Römisch 1, also Stadtwald Rottenburg, in der Abteilung 62C. Zu den standörtlichen Angaben, wie üblich, Wuchsgebiet Neckarland, Wuchsbezirk Ramott, Regionalwald Submontaner Buchen-Eichenwald. Jahresdurchschnittstemperatur geben wir hier immer mit etwa 8 Grad an. Wir wissen aus langjährigen Messungen, dass es unten am Neckar auf 330 Meter Höhe 8,3 Grad hatte, mittlerweile vielleicht 9. Man sagt, pro 100 Meter Höhenzunahme sinkt die Temperatur um 0,6 Grad. Also müsste man hier etwa 1,2 Grad abziehen. Wir sind also doch bei ca. 7,5 bis 8 Grad. Durchschnittsniederschläge 800 mm dürften hier oben auch etwas höher sein, aber das wird natürlich hier oben nicht gemessen. Klimatönung ist subkontinental. Die Geländelage ist heute sehr einfach, ist eine Ebene. Die Höhenstufe ist submontan und die Höhe über NN ist 540 Meter. Wir beginnen mit dem Buschwindröschen Anemone nemorosa. Die ist uns schon sehr vertraut. Die tragen wir in die erste Zeile links ein und rechts als ökologische Artengruppe Flattergras. Es fällt auf, dass jetzt, also Ende Mai, einige Blätter schon sehr fahl sind. Das Chlorophyll wird abgebaut, andere sind noch etwas grün. Als wir hier vor 5 oder 6 Wochen in ähnlichen Situationen waren, waren die noch alle satt grün und es war weiß in solchen Situationen vor lauter Blüten. Die Blütezeit ist vorbei, es bilden sich die Früchte. Wenn wir noch ein paar Wochen später kämen, wären die oberirdisch alle komplett fahl. Als nächste Art haben wir hier die weiße Hainsimse, Luzula luzuloides. Die tragen wir in die übernächste Zeile ein, weil wir ja erfahrungsgemäß viele Flattergrasgruppenvertreter haben. Und die ist in der Drahtschmielengruppe. Was hat sie für Merkmale? Zum einen sind die Blüten meistens weiß, in seltenen Fällen auch kupferrot. Und das oberste Blatt, das sogenannte Tragblatt, das also bildlich gesehen die Blüte trägt, ist länger als der Blütenstand. Bei allen anderen Hainsimsenarten ist dieses Tragblatt kürzer als der Blütenstand. Und die Blätter selber sind etwa 3 bis 4 mm breit und locker weiß behaart. Das ist eine sehr häufige Pflanzenart, die auch namengebend ist für eine Waldgesellschaft, nämlich den Hainsimsen-Buchenwald. Dies ist jetzt die Waldsegge Carex sylvatica. Die tragen wir in die nächste Zeile ein. Die ist in der Binsengruppe. Zum Habitus. Die ganze Pflanze hat einen springbrunnenartigen Habitus. Das heißt, sowohl die Blätter als auch die Blütenstängel hängen über. Die Blätter sind etwa 3 bis 4 mm breit, gelblich-grün und deutlich gekielt. Wenn wir uns jetzt die Blütenstände anschauen, haben wir hier oben den männlichen Blütenstand. Der ist jetzt schon ausgefallen, aber darunter, die weiblichen Blütenstände, bilden sich jetzt heran. Die Früchte werden immer schwerer und deswegen hängt die Pflanze mit zunehmender Vegetationszeit immer mehr über. Es handelt sich um Ähren, das heißt, die einzelnen Blüten sitzen an der Achse und die Früchte selber sind kleine Nussfrüchtchen. Wir werden die ganze Zeit von Vogelgesang begleitet. Wir hören hier ständig den Gesang des Buchfinks. Das ist neben der Amsel der häufigste Vogel Deutschlands. Mit seinem typischen Gesang, mit dem sinnlosen Merkspruch
Zapperlot, wenn ich nur rasiert wäre. Das heißt, er hat am Ende immer so einen kleinen Triller. Und bei diesem Vogel gibt es tatsächlich Dialekte innerhalb Europas. Es kann sein, dass dieser Vogel also in Norddeutschland schon wieder etwas anders klingt als hier in Südwestdeutschland. Dies ist jetzt eine Pflanze, die wir hier im Ramat relativ selten finden. Es handelt sich um die Waldhainsimse Luzula sylvatica. In einer neuen Zeile, denn sie ist auch in einer neuen Gruppe, nämlich in der Rippenfarngruppe. Zum Habitus: Sie hat relativ breite Blätter, 1 bis 1,5 cm breit, schwach glänzend und locker weiß behaart, genau wie die weiße Hainsimse, die wir vorhin gesehen haben. Aber sie ist eben deutlich kräftiger und größer. Sie kommt hier im Schatten nicht zur Blüte. Was zeigt die uns? Kommt eher in der montanen Stufe vor, in luftfeuchten Lagen, das heißt in Baden-Württemberg, vor allen Dingen am Westabfall des Schwarzwaldes, im subatlantischen Klima. Und weil wir eben hier schon östlich im Lee des Schwarzwaldes sind, ist sie hier selten und nur in diesen etwas luftfeuchteren, etwas kühleren Lagen kommt sie vor. Wir haben jetzt hier auf engstem Raum zusammen verschiedene Vertreter der Flattergrasgruppe. Einmal den Waldmeister Galium odoratum mit den vierkantigen Stängel und quirlblättriger Anordnung der Blätter und den weißen Blüten. Und diese Art ist in den meisten Fällen nicht verzweigt. Daneben steht hier der Efeu Hedera helix, der auch hier im geschlossenen Bestand nicht zur Blüte kommt, mit den typischen gelappten Blättern. Beide Arten sind ganz, ganz typische Buchenbegleiter, sehr schattentolerant, und das muss man auch sein, wenn man es mit und unter der Buche aushalten will. Diese Arten, vor allem der Waldmeister, stehen so richtig im Zentrum des Ökogramms, das heißt, sie stehen plus minus frisch auf gut durchlüfteten Böden, meistens sind das Braunerden. Die Walderdbeere Fragaria vesca steht hier inmitten von Waldmeister und Buschwindröschen. Auch die Walderdbeere ist eine Vertreterin der Flattergrasgruppe. Die Blätter sind an der Basis keilförmig und der Blattrand ist mindestens 6-fach gesägt, meist mehr als 6-fach. Und das sehr ähnliche Erdbeerfingerkraut ist maximal 5-fach gesägt. Auch die Blüten der beiden Arten ähneln sich sehr stark. Es gibt hier immer 5 Blütenblätter, die sich berühren. Also es ist keine Lücke zwischen den Blütenblättern, während es bei dem sehr ähnlichen Erdbeerfingerkraut kleine Lücken dazwischen gibt, sodass man die grünen Kelchblätter dazwischen sieht. Hier ist die Blüte schon verblüht und man kann sehr schön erkennen, wie sich jetzt hier aus der Blüte die kleine Frucht, eben die Erdbeere, entwickelt. Das hier ist jetzt die Winkelsegge. Die entspringt eben aus einem Punkt. Man nennt diesen Habitus ein Horstgras erstmal. Die Blätter sind etwa 2 mm breit, glänzend. Und woher kommt der Name Winkelsegge? Ein Großteil der Ähren entspringt aus einem Punkt zwischen der Achse und dem Blatt, die also einen Winkel bilden. Und somit ist der Name sehr bildhaft. Diese Art gehört zu den gleichährigen Säcken. Das heißt, alle Ähren sind gleichgestaltet. Es gibt also nicht männliche und weibliche. Wissenschaftlich heißt die Carex remota. Remota heißt entfernt, also weil die relativ weit voneinander entfernt sind, die Ähren. Und sie ist in der Waldziestgruppe. Das ist jetzt das einblütige Perlgras, Melica uniflora, das auch in der Flattergrasgruppe ist. Es ähnelt natürlich sehr stark dem nickenden Perlgras, aber es gibt einige Unterscheidungsmerkmale. Zum einen ist der Blütenstand eine Rispe, die rundum absteht, und die stehen auch relativ weit voneinander entfernt. Die Blätter sind ganz ähnlich gestaltet in der Breite und Form wie bei dem nickenden Perlgras, aber genau an dem Knick von Achse zu Blattspreite
steht gegenüber der Blattspreite ein kleiner 2 bis 4 mm langer Sporn ab. Das ist das Blatthäutchen. Und das ist ein eindeutiges Unterscheidungsmerkmal zum nickenden Perlgras. Das ist jetzt die Frühlingsplatterbse mit diesen paarig gefiederten, ganzrandigen Blättern. Jetzt Ende Mai sind die Blüten schon verblüht. Man kann jetzt sehr schön die Früchte sehen. Das sind Hülsenfrüchte, die auch jetzt schon etwas dicker, runder geworden sind. Also gar nicht mehr so platt, weil da drin die Samen sich entwickelt haben. Wenn man jetzt eine von diesen Hülsenfrüchten entfernt und dann öffnet, kann man da drin sehen, wie bei einer Erbse oder bei einer Bohne, wie da drin die Samen angeordnet sind. Hier haben wir noch einmal die Waldschlüsselblume, Primula elateor, auch hohe oder aufrechte Schlüsselblume genannt. Die hat Ende April, Anfang Mai blassgelb geblüht. Die Blütezeit ist nun längst vorbei, aber man kann die sonstigen Merkmale noch sehr gut erkennen. Die Oberfläche des Blattes ist leicht runzelig und die Blattspreite läuft langsam am Stiel herunter. Das ist die quirlblättrige Weißwurz, Polygonatum verticillatum. Die heißt so, weil die Blätter in Quirlen angeordnet sind, ähnlich wie beim Waldmeister, in vielen Stockwerken übereinander. Die ist in der Flattergrasgruppe und ist auch eher ein Zeiger für montane, luftfeuchte Lagen, ähnlich wie vorhin die Waldhainsimse, und kommt deswegen hier im Ramot nur selten vor und wenn, dann hier in diesen höheren, schattigen Lagen. Sie wird später im Jahr weiß blühen, aber das ist eben jetzt noch zu früh. Es kann aber auch gut sein, dass sie hier im Schatten gar nicht zur Blüte kommt. Wir kommen jetzt zur Auswertung der Vegetation. Wir haben viele Vertreter der Flattergrasgruppe gefunden, nämlich das Buschwindröschen, Waldmeister, Efeu, Walderdbeere, einblütiges Perlgras und quirlblättrige Weißwurz. Und es waren nicht nur viele Arten, sondern die kamen auch in relativ großer Deckung vor. Aus der Drahtschmiedengruppe haben wir nur einen Vertreter mit einem einzigen Exemplar, die weiße Hainsimse. Das würde ich nicht überbewerten. Leichte Versorgungstendenzen durch frühere Waldweide, Streunutzung, sauren Niederschlag und gerbsäurehaltiges Eichenlaub gibt es überall. Es ist dadurch aber nicht ein saurer Standort. Dann hatten wir die Waldsäge aus der Binsengruppe, die deutet auf Ton hin, wechselfeucht, aber auch die Waldsäge kam nur hier und dort vor. Also es ist ein gewisser Tonanteil dabei, aber nicht ein wirklich stark toniger Standort. Die Waldhainsimse aus der Rippenfarngruppe für montane Verhältnisse, kühle, luftfeuchte Lagen, ein gewisser Trend. Dann die Winkelsäge und Waldschüsselblume aus der Waldziestgruppe deuten auf auch hohe Basenversorgung hin, genauso wie die Frühlingsblatterbse aus der Bingelkrautgruppe. Was wir nicht gefunden haben, sind Vertreter, die auf trockene, mäßig trockene Verhältnisse, andererseits auch nicht auf nasse Verhältnisse hinweisen. Also wir sind im plus-minus-mittleren Bereich, deswegen würde ich sagen vom Wasserhalter, es ist von frisch bis sehr frisch und nur teilweise wechselfeucht. Und Basenversorgung ist mittel bis hoch und ich würde hier mittel unterstreichen, weil die Flattergrasgruppe so dominant ist. Die Verbissbelastung ist gering, was uns nicht überrascht, ist ja Hochschuljagd. Die natürliche Waldgesellschaft ist hier ein Waldmeister-Buchenwald, ein Galeo fagetum und diese Waldgesellschaft steht im Zentrum mittendrin im Ökogramm. Die Geologie ist hier Lias Alpha, das heißt, wir haben hier das Körperbergland nach oben verlassen. Lias Alpha gehört schon zum Jura. Das ist also Material, das über die Jahrmillionen von der Schwäbischen Alb abgebrochen ist und sich hier abgelagert hat. Die Standortseinheit schließlich ist laut Standortskartierung ein Buchen-Eichenwald auf grundfrischem Decklehm.